Zu den Klängen von Bayerns Gesangstar Claudia Korek findet sich ein illustrer Kreis im Münchner Restaurant Reitschule ein, der der Einladung von Stavros Konstantinides und seiner Frau Saskia gefolgt ist. Im Defilé begrüßen die Gastgeber das halbe Plenum des Landtags, die Macher im Finanz-, Produktions- und Baubereich sowie die Kulturelite Bayerns. Alle vereint ein gemeinsamer Abend und ein gemeinsames Anliegen. Naja, es geht ja um einen guten Zweck. Also das Ganze ist ja jetzt nicht irgendwie eine Veranstaltung nur, in der sich Schöne und Reiche feiern und ein paar arme Politiker, sondern da geht es eigentlich darum, einen guten Zweck zu erfüllen. Da wird was ersteigert, da kommt was Gutes zusammen. Und das ist auch, glaube ich, das, was hier so verbindet, dass ja immer wieder für die Schwächsten der Gesellschaft, für Kranke, für viele Kinder was Großes geleistet wird. Und insofern passt es schon vor Weihnachten sehr gut. In den vergangenen Jahren haben Stavros Konstantinides und seine Freunde bereits über 6 Millionen Euro Spendengeld zusammengetragen. Möglich gemacht durch die Verbindungen und das Verbinden des Mannes, der seinem Ruf als Netzwerkergenie alle Ehre macht. Das Zusammenkommen von 300 Gästen ist längst ein Fixtermin im Kalender. Ja, das soll ja auch ein Familientreffen sein. Ich veranstalte das schon zum 14. oder zum 15. Mal, ich weiß nicht mehr so genau. Also wir wachsen alle zusammen über diese praktisch Jahrzehnt hinaus und deswegen fühlen wir uns auch alle wie eine Familie, es ist so. Ich warte doch jedes Jahr auf diese Einladung und freue mich, wenn sie dann klappt. Ich meine, was der Stavros kann, das kann keiner. Das ist der Event des Jahres und darum freue ich mich, dass ich da bin. Man hat nie das Gefühl, das will er jetzt ausnutzen, sondern er umarmt alle, lädt alle ein. Dieser Mann, der hat einen solchen unglaublichen südländischen Charme und dem erliegen alle. Wären Sie ein bisschen eifersüchtig, wenn Ihr Mann so vom Stavros schwärmt und seinem Charme? Ich hätte jetzt eher ein Problem damit, wenn er von der Saskia so schwärmen würde. Wobei sie sind beide so herzliche Menschen, man kann nur schwärmen von den beiden. Ich habe die letzten 2 Jahre auslassen müssen, weil einfach zu viel an Arbeit immer im Dezember notwendig ist. Aber in Stavros kenne ich schon lange, ist ein lieber Freund von mir. Und es freut mich, dass ich heute wieder mal dabei sein kann. Ich bin zum ersten Mal da, bin heilfroh, dass ich eingeladen bin, weil es sind tolle Leute da. Und bin begeistert von den Kontakten, die man machen kann. Liebe hochverehrte Herren Gäste. Untermalt wird der Abend durch Kabarettist Wolfgang Krebs, der wieder einmal Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber humoristisch vertritt. Liebe Griechen. Serviert wird traditionell griechisch der berühmt-berüchtigte, überparteiliche und zugereiste Zickleinbraten. Wie in jedem Jahr trägt das Hauptgericht einen aktuellen Namen. Das ist eine Namensgleichheit, die hat mit dem Zicklein natürlich nichts zu tun. Das klingt nur so ähnlich. Das Zicklein heißt heuer Donald the Great und hat uns diesmal besucht. Zollfrei natürlich, ist über die Grenzen gekommen und wir werden es heute genießen dürfen. Also ich würde auch ein Schwein essen, aber das Zicklein gehört nun zur Tradition dieses Abends seit Jahren und deshalb freue ich mich auch drauf. Ja. Höhepunkt der Zusammenkunft ist die Spendensammlung, bei der Gastgeber Stavros Konstantinides seine honorigen Gäste für die weihnachtliche Geste des Gebens begeistert. Er ist jemand, der guter Netzwerker ist, er verbindet es mit einem guten Zweck. Er hat sehr gute Kontakte, er weiß auch, wie man es macht. Manche nennen ihn auch den heimlichen griechischen Botschafter, weil er auch über die griechische Schiene viel macht. Also er macht es sehr clever und sehr positiv. Wir kommen hier ganz gern her, nicht wegen am Bier, nicht wegen am Geschäft, sondern es geht hier um A, den Austausch und das Zweite, aber das viel Wichtigere ist das Gemeinnützige, das Helfen. Und das machen wir natürlich auch mal ganz gern abseits vom Geschäft. Insgesamt kommen 167.000 Euro zusammen. Diese Summe wird der Stiftung Lichtblick Seniorenhilfe gespendet. Eine große Summe und eine große Geste in der Vorweihnachtszeit. Jetzt mal ins Kaffee.